120.000 Fahrzeuge pro Tag schieben sich derzeit über die 2,8 Kilometer lange Baustelle in München. Und das recht flüssig und störungsfrei. Für ein Megaprojekt wie die Tunnelbaumaßnahme Mittlerer Ring Südwest ein starkes Stück. Was hier bautechnisch, organisatorisch und logistisch Tag für Tag abläuft, ist eine der spannendsten Baumaßnahmen in Bayern. Das ist ein ganz komplexes Thema, wo man einiges beachten muss. Die Raumplanung, die Verkehrstechnik, haben den Straßenbau, natürlich die Vermessung, haben den Geotechniker, wir haben den TGA-Planer, technische Gebäudeausrüstung heißt das. Wir haben den Baubetrieb, der dieses Bauverfahren dann festlegt. All diese Disziplinen, eigentlich das ganze Orchester des Bauingenieurwesens spielt da mit rein. Seit September 2009 läuft der eigentliche Tunnelbau, während der Verkehr darüber ungehindert weiterfließt. Möglich macht das die besonders effiziente Deckelbauweise. Nachdem die Fahrbahn verlegt wurde und die Bohrpfähle vollständig eingesetzt sind, wird die Tunneldecke betoniert. Nun können die Mittelstützen eingebracht werden. Jetzt kann auch die zweite Tunnelhälfte auf dieselbe Art gebaut werden. Im nächsten Schritt wird das Erdreich ausgehoben. Um die Stützsäulen in der Tunnelmitte wird eine 80 cm dicke Mittelwand gebaut. So entstehen pro Fahrtrichtung getrennte Tunnelröhren. Dadurch wird der Verkehr entlastet und beruhigt. Die Anwohner haben weniger Lärm- und Schmutzbelastung, weil frühzeitig der Tunnelrahmen fertiggestellt ist und damit die Hauptarbeiten unter Tunnel unter Tage laufen. Für diese Tunnelbaumaßnahme wurden über 10.000 Pfähle eingebaut auf eine Gesamtlänge von über 110 Kilometern. Und im gesamten Betonbauteil sind über 31.000 Tonnen Stahl eingebaut. Das Besondere der Tunnelführung von der Einfahrt der Autobahn A95 Garmisch ist die zweistöckige Bauweise. Dank wasserdichter Bauweise ist dies sogar unter dem Grundwasserspiegel möglich. Im Bereich unseres zweistöckigen Tunnelabschnittes liegen wir komplett im Grundwasser. Und dadurch war es erforderlich, dass wir außenrum wie eine Bohrpfahlwand errichtet haben, eben in dieser überschnittenen, ineinander übergreifenden Bauweise. Nachdem mehr als 800.000 Kubikmeter Erde ausgehoben wurden, folgt bei dieser Tunnelbaumaßnahme auch schon der nächste Clou. Denn der Tunnel kreuzt eine bestehende U-Bahn-Linie. Doch auch hier ist alles genau durchdacht. So wurde bereits beim Bau der U-Bahn ein Tunnelblock errichtet, an welchen der nun gebaute Tunnel anschließt. Der Durchbruch ist bereits erfolgt. Ende 2015 wird hier der Verkehr fließen. Zwei Jahre danach ist dann auch die Oberfläche mit neu gestalteten Grünflächen wiederhergestellt. Und das dank gut koordinierter Bauingenieurskunst in allen Bereichen. Die Faszination liegt darin, dass es das gesamte Spektrum des Bauingenieurwesens umfasst. Das geht los vom Boden, Wasser, Beton, Stahl. Und dass auch hier Randbereiche dazukommen und vor allem, dass wir hier auch unter dem Blick der Öffentlichkeit bauen. Wir müssen uns mit Luftbelastung, mit Schall beschäftigen. Es kommt hier dazu, dass eine sehr große Summe in die Sicherheitstechnik investiert wird. Wir müssen mit den anderen Fachgewerken zusammenarbeiten. Es ist vor allem hier auch das Management, was von Bedeutung ist. Nach Fertigstellung des Tunnels wird an der Oberfläche der Verkehr stellenweise von ca. 120.000 Fahrzeugen auf 3.000 pro Tag zurückgehen. Das wird vor allem den Anwohnern gefallen. Entstehen nun auf dem Tunnel Erholungs- und Grünflächen, die das Stadtviertel lebenswerter machen.